Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Lotus-Folge. Ja, schön, dass du wieder da bist. Seit langer Zeit geht's mal wieder hier mal ein bisschen voran im Workshop, denn es kam nämlich natürlich eine Karte schon raus vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen. Und diese wollen wir uns heute mal anschauen. Ja, ich weiß, wir sind ein bisschen spät, aber wir wussten davon schon. Wir wollen sie uns heute mal so ein bisschen mal genauer angucken. Die Rede ist natürlich von Werheim. Das Ganze kommt von Roland 15 und dementsprechend, ja, bin ich mal mehr gespannt drauf. Ich bin sie natürlich schon abgefahren und ich habe trotzdem wieder einen Grund zum Meckern, aber dazu mehr, später mehr. Wir gucken uns jetzt erstmal die neue Karte an und ich bin mal gespannt auf eure Reaktion, wie ihr diese Karte so findet. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall dran und guckt euch mal so diese neue Karte an, denn diese Karte hat absolutes, mehr als absolutes Potenzial. Ja? Also so viel mal schon mal so vorab verraten. Lasst uns aber erstmal aufrüsten und dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt, wie die Fahrt hier heute wird. Ach, es ist immer noch schön, wenn du die Straßenbahn aufrüsten musst hier in Lotus, ja? Ping. So. Eine Fist gibt's noch nicht. Steht auf jeden Fall drinne. Will er auf jeden Fall noch nachreichen. Dementsprechend müssen wir heute erstmal ohne Ansagen fahren. Bevor wir das aber machen, muss ich leider erstmal ganz kurz mal hier Ihnen die... Ich muss hier mal ganz kurz raus. Denn das Ding ist einfach mal wieder mega laut. Ich weiß nicht, warum er jedes Mal den Sound wieder hier lauter stellt hier. So, endlich. Soundeinstellungen. Nein. Lautstärke-Mixer öffnen. Und mal ganz kurz wieder leise machen. Der ist schon leise. Wieso ist denn der bei mir denn so laut jetzt hier, verdammt? So, gut. Dann können wir weiter. Nein, wir wollen kein Fahrzeug löschen. Oh. Mit stehenden Fahrgästen. Immer wieder eine coole Sache und ich freue mich schon mega drauf, wenn die endlich anfangen loszulaufen und in unsere Straßenbahn möchten. Das wird fantastisch. So, alles klar, dann können wir jetzt mal hier soweit hier schon mal alles anschalten. Dann Innenbeleuchtung an. So, zack, zack, zack. Ach, das fühlt sich so gut an. So, dann können wir weiter. Oh, jetzt ist unser Fahrtweg. Egal. Habt ihr nicht gesehen. Das Witzige ist, ich habe das jetzt schon extrem leise gestellt und bei euch ist das trotzdem voll laut. So, ja, da waren wir auch hin. Danke. Jetzt ist schon wieder rot geworden hier. Gibt's doch nicht. So, ja, Fahrgäste bauen sich hier noch relativ langsam auf. Ja, ihr seht es ja, hier waren noch einige Fahrgäste, die waren hier gerade durchsichtig gewesen. Ja, ich meine, man muss sie wahrscheinlich mögen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich habe mich schon ein bisschen schwer getan mit den Fahrgästen aus Omsi. Ja, aber ich finde, die hier aus Lotus, die sind nochmal um einen Ticken schlimmer geworden statt besser. Aber naja, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Irgendwann lebt man damit, hat man die ja akzeptiert, ne? Und dann ist das halt so.
So, mit 15 dürfen wir weiter. Guckt euch das an, ja, wie liebevoll das gestaltet ist, Leute. Also, eieiei, hier blendet es aber. So, jetzt, wo ist mein Sonnenschutz? Das ist ein bisschen zu intensiv, glaube ich, eingestellt. Das ist ein bisschen sehr intensiv eingestellt hier. Ich glaube, die Sonnenstrahlung, die sind ein bisschen zu heavy. So. Dann die Fahrgäste mal einsteigen lassen. Das wird so großartig. Ach. Leider müssen wir hier noch ein bisschen Geduld beweisen. Wir müssen nochmal mindestens bestimmt nochmal ein gutes halbes Jahr nochmal echt nochmal drauflegen, bis denn wir wahrscheinlich eventuell davon ausgehen können, dass die Fahrgäste zum Beispiel laufen, dass wir Fahrpläne haben und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, die Zeit kriegen wir auch noch rum. So, und wieder mal Türen auf. Ja, kurze Fahrwege hier sind mal so ein bisschen. Aber wie gesagt, schaut euch das Ganze an, wie detailreich das Ganze hier ausschaut. Ja, wenn man hier mal so guckt, hier mit der Mauer und hier oben mit dem Zaun, die ganze Vegetation hier. Ja, überall immer so ein bisschen liebevoll hier alles so weit ausgestaltet. Halt klar, hast auch leere Flächen, wenn du dir so ein bisschen die Map anschaust. Aber wenn du so halt in der Straßenbahn sitzt, fällt es gar nicht so groß auf. Ja, auch hier oben Straßen, Fahrzeuge geparkt. Ich glaube, die siehst du von unten gar nicht genau. Die siehst du immer nur so leicht schemenhaft so durch die Hecke so durch. Ja, also das ist schon, ja, absolut Payware-Niveau. Kann man mal schon wieder von reden. So. Hier, mit den ganzen Gullis hier, die Fußgänger über Wege. So, gucken wir mal uns den Platz hier an, so ein bisschen, was steht hier? Züge im Bereich der Doppelhaltestelle halten nur einmal. So steht's hier. Wir haben hier schöne Ticketapparate von der RMV. Eine schöne Litfaßsäule, hier auch so ein extrem schöner Platz hier mit so leichter Abstufung hier. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr liebevoll gestaltet. Auch das sieht auch gar nicht so überladen aus oder sonst irgendwie wie bei vielen anderen Karten. Und ich muss sagen, die Performance, die ist immer richtig, richtig positiv. Obwohl hier auch Menschen rumlaufen, hier Autos hier rumfahren. Ja, die Performance geht nicht wirklich in die Knie.
Und waren wir schon ein bisschen fast drüber hier. So, jetzt sehe ich natürlich hier nichts. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig gelöst hier. Ich ein bisschen vorstehe. Aber angefeuert ist ja eigentlich. Ah, ja, jetzt. Jetzt haben wir Fahrt. Ach, Karls Erdbeerhof. Schön. Letzte Mal gesehen. Ich glaube, das war jetzt Lotus, genau. Dass sich ja diese Rollbänder mittlerweile bewegen und alles sowas. So ein Werbeaufsteller. Wo die Reklame immer so durchläuft halt. Hab ich vorher auch nie gesehen. So, alles einsteigen. Na, die kriegen gerade rot. Das ist wirklich nice, ja. Wie gesagt, leider können wir uns jetzt hier gerade nicht anzeigen lassen. Das ist ein bisschen schade. Wie gesagt, auch extrem alles gut gemacht hier mit den ganzen Polygonen, wie das halt ausschaut und so, ne. Das sieht wirklich schon verdammt nice aus. Bilder gemacht hier, zu gucken und davon eins fürs Thumbnail benutzen können. Wie gesagt, ab und zu brauchen wir immer ein bisschen mit dem Nachladen. Sehen wir jetzt zum Beispiel hier, ganz besonders hier an dem Schild jetzt hier. Hier, da ist es, da drüben hier. Gerade wieder gesehen hier. Das bewegt sich. Ey, das ist mir vorher nie aufgefallen. Geil. Das ist für mich schon Fortschritt hier, ja. Und das zeigt dann halt auch, ne, dass das Ding halt irgendwie jetzt in den letzten Wochen doch weiter gewachsen ist, als man es irgendwie am Anfang noch so gedacht hätte. So, kriegen wir jetzt noch. Nö. Kriegen wir nicht mehr. Dann muss ich mal hier nach vorne und. Oh, oh, oh. Ja, das ging natürlich jetzt. Oh, doch. Schnell abfahren. Thank you.
und die Türen auf. Der Spielplatz hier drüben auf der Seite. Das sind halt so diese kleinen. Und ich weiß nicht, aber man hat hier irgendwie so voll das Gefühl, als ob das hier halt wirklich. Ja, wie soll ich sagen? Als ob das hier wirklich eine Stadt ist hier. Nicht irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt, irgendwie total da fiktiv aussieht oder irgendwie sowas. Ja, schon mit dem Radweg hier, ne, mit dem Übergang. Das war ein bisschen knapp gerade. So, Türen auf, alles einsteigen. Ja, leider nicht. Na, Mutti. Oh. Unsichtbares Smartphone. Großartig. So, das ist bestimmt das neue iPhone. Ja, sonst seht ihr ja selber, ne? Also das ist schon auch alles hier sehr, sehr ausgeklügelt. Hier, okay, hier finden noch ein paar Texturen hier. Ne? Also hier ist man wohl noch nicht fertig. Ich hoffe ja auch wirklich, dass der Bau hier irgendwie weitergeht von der Karte. Auch wenn das Ganze ja eigentlich ja bloß ein Testprojekt ist, ne? Ich glaube, hier hat er sich so ein bisschen selbst irgendwie versucht, so ein bisschen auszuprobieren halt auch. Und dass das vielleicht ein Projekt ist, so eine kleine feine Karte halt einfach so, weißt du? Das wäre natürlich mega nice. Doch nicht. Wahnsinn. Ja, hier müsste man noch durchklicken. Also Lotus, ne? Wenn du das siehst hier, so mal ein bisschen da. Jetzt muss ich hier hinten hier rum. Doktoren, und ich die Anforderungen kriege. So ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Jetzt mussten wir extra Schlüssel drehen. Warten, bis wir Fahrt bekommen. Und dann, ja, sind wir glaube ich auch an der Endhaltestelle angekommen. Und mein großes Problem mit dieser Karte ist eigentlich so lappadi-dappadi. Ja, der ist überhaupt nicht schwerwiegend oder sonst irgendwie was. Die Karte ist großartig. Sie ist wunderhübsch. Ja, ist schon seit sehr langer Zeit her, dass ich wirklich mal mich hier hingesetzt habe und gesagt habe, die Karte ist unglaublich hübsch. Sie hat eine richtig geile Performance, ja. Aber wo ist der Multiplayer-Modus schon wieder hin? Denn diese Karte ist nicht im Multiplayer spielbar. Also zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt war sie es auf jeden Fall nicht. Ich weiß halt, ich habe so ein bisschen was gehört, dass man da wohl schon irgendwie dran ist, mit dem Roland da eventuell schon spricht oder sowas. Aber es macht, das ist dann halt mal so eine andere Sache. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist diese Karte eine reine Singleplayer-Karte. Und das ist wieder mega schade. Das ist wieder so verschenktes Potenzial. Ich fahre jetzt einfach, weil es dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Das ist wieder so übelst verschenkt, das Potenzial. Ja? Also hier kann ich mir vorstellen, tatsächlich auch, mich abends mit Phasis und meinen Kollegen hinzusetzen und hier einfach mal ein paar Runden zu drehen. Weil sie sieht einfach nur hübsch aus. Sie ist, wie gesagt, von der Performance her sieht sie, ist das hier alles mega nice. Wie gesagt, also sie ist totschick, aber wie der Multiplayer ist nicht mit an Bord. Und das ist, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass der Roland hier auf jeden Fall vielleicht sich nochmal ans Herz fasst und das Ganze vielleicht doch noch Multiplayer-tauglich macht. Dann kann ich mir nämlich gut, wie gesagt, gut vorstellen, dass wir auch öfters dann mal abends dann uns hier im Stream dann mal zusammensitzen und einfach diese Karte rauf und runter fahren. Denn
Düsseldorf, keine Frage, ist eine totschicke Karte, aber sie ist auch noch nicht fertig und ja, so reizt mich jetzt nicht ganz jetzt so. Ja, Fahrzeuge sind top technisch, alle samten, wirklich der DLC allgemein, ja, Düsseldorf. Ja. München, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, was hast du denn? Diorama, kannst du vergessen? Ja. So, Willis Karte, da gab es ja nun auch ein paar Probleme jetzt in letzter Zeit und ja, Sonnenburg hat zwar Multiplayer, die ist aber sehr performance-hungrig und dann hast du halt noch Koblenz. Und Koblenz sieht aus wie ein Schweizer Käse, so viele Löcher halt. Wurde, ne? Diese Karte ist die erste richtige Karte, wo du halt auch so ein geschlossenes System hast, weißt du, wo du halt nicht so irgendwie durch die Gegend gucken kannst bis zum Horizont und noch viel weiter, ja, sondern du hast hier wirklich, es ist halt alles wunderschön dekoriert halt. Wie gesagt, Performance halt hat man sehr, sehr drauf geachtet, dass die Performance hier auch weiterhin da ist. Lotus muss man natürlich auch loben, weil die das halt irgendwie geschafft haben. Ich erinnere mich an ganz schlimme Zeiten, wo Lotus teilweise nicht mehr spielbar war. Ja, aber wie gesagt, jetzt läuft das Ganze. Und wie gesagt, hier wünsche ich mir auf jeden Fall mega, mega den Multiplayer-Modus. Und das ist der einzige Grund, den ich hier echt zu bemängeln habe an der Karte. Sonst gibt es keinen. Es gibt keinen. Einfach, es gibt keinen. Das ist meine neue Top-One-Karte hier. Also, wenn sie auch Singleplayer bleibt oder ne, und nicht Multiplayer, sie ist eine absolut göttlich hübsche Karte. Also, das kann ich wirklich sagen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, was ihr so von der Karte haltet. Wie gesagt, dann tut euch keinen Zwang ein. Schreibt es mal unten mit rein, eure Meinung, eure Ideen vielleicht, euer Feedback zur Karte. Wie gesagt, nutzt da gerne mal die Kommentarfunktion. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da, würde ich mich mega drüber freuen. Und sonst sehen wir uns hoffentlich ja, zum nächsten Mal wieder, wenn es wieder was Neues gibt hier in unserem Lotus-Simulator. Würde mich mega freuen, dich da wieder zu sehen. Bis denn, tschüss.